Vor 200 Zuschauern spielten die Brandenburger Symphoniker am Wochenende ein Konzert vor dem Brandenburger Dom. Chefdirigent Olivier Tadi lieferte mit den Musikern ein heiteres klassisches Programm ab. Das kam bei den Besuchern bestens an. Die Abendsonne tauchte den Dom in ein zartes Rot. Dazu gab es nach langer Corona-bedingter Pause endlich wieder einmal Symphonikermusik. Wir kommen hier an diesem wunderschönen Ort. Wir haben auch viel Glück, fast zu viel Glück mit dem Wetter. Und wir freuen uns wahnsinnig, wieder zu spielen und hier zu spielen. Normalerweise so ein Konzert plant man eigentlich mindestens ein Jahr im Voraus. Und vor 6 Wochen waren wir da mit Herrn Kulp, Orchesterdirektor, mit dem technischen Leiter des Theaters und noch einige Kollegen. Und wir sind hier gekommen und haben uns die Location angeschaut. Das war klar, dass das wunderschön ist.